So, da bin ich wieder. Ich habe leider den falschen Knopf erwischt und das Video beendet. Das heißt, es wird definitiv 3 oder 4 Teiler. Aber ich musste kurz Discord alles stumm schalten, damit ich in Ruhe aufnehmen kann. Denn es ist nervig. Ja, hier im Moga leben keine Zwerge mehr, sondern Gundabad-Orks. Gundabad ist eine alte Zwergenmine hoch oben im Norden, die aber halt von Orks genommen wurde. Jetzt halt auch hier im Moga. Ja. Der Weg durch Moria kann zu Fuß bis zu einer Stunde dauern. Also durch das ganze Gebirge hier. Wo ist hier? Ja, ist schon erstaunlich, was der Macher hier geleistet hat. Es sind meistens halt dieselben halt. Was ein bisschen schade ist, aber. Ich kann es halt verstehen, wenn er jede Halle hier von diesen 3 Milliarden oder so mehr Blöcken individuell umgestalten will. Das würde sehr lange dauern. Selbstverständlich das größte Teil, das hier ist. Wir werden bald in eine große Halle kommen, die halt auch eines aufgebaut ist. Dort können wir auch Grab eines der Brunnen von Moria finden. Das ist gerade das erste. Moria war halt eine Zwergenmine, auch genannt Khazad Dûm. Und hier gab es halt am Anfang das einzige Mithril-Vorkommen von ganz Mittelerde. So, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man in die eine große Halle schauen kann. Das gibt es mal. Wenn man hier links schaut, kann man es öfter in Schmiede irgendwie sehen. Hier sind Gitter. Wie beim Erebor im Film Der Hobbit. Das sind die Schmiedeöfen von Moria. Schon echt gut gemacht. So. Das dürfte genug gezeigt sein. Und die meisten dieser Sachen hier sind halt nur Schmiedeöfen. Aber es gibt halt auch noch das Grab des Durings. Ich bin halt nicht sicher, welchen, aber. Ist ja noch egal. Dann werden wir mal schauen. Wo ist der gute Alte versteckt? Die Zwerge im Herr der Ringe werden bis zu 300 bis zu 500 Jahre alt. Können. Natürlich, wenn die Töte werden sterben. Habe ich selber schon verpasst. Nee. Irgendwann werde ich mal erzählen, wie viele Säulen es hier gibt. Ach, ich bin gefasst. Hier ist das Grab. Das erste. Ich glaube, es ist vom ersten Herrn, wo wir es. Nee, das ist der Thronsaal. Nicht. Oh, finde ich auch zum ersten Mal. Jedenfalls, dann ist das hier halt der Thron des Herrn. Müsste aber irgendwas gerade hier sein. Ich bin mir sicher. Auf jeden Fall wird die Moria-Expedition mindestens in 2 Teile. Reiter da, ich hab's eigentlich schon abgebrochen. Das Grab muss ganz am Ende dieser Halle sein. Das ist die erstmal mit der Mühlenspiegel vorbei. Oder ärgerlich. Und ich entschuldige mich für meine Stimme, mein Mikrofon ist nicht so gut. Deswegen bin ich sehr oft schwer zu verstehen. Dafür möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen.
weißt du zumindest, dass ich auf der linken Seite war. Deswegen biege ich halt nicht auf den Weg an, sondern direkt hier. Aber du dürftest da wirklich da sein. Vielleicht finden wir auch noch Balis Grab, aber da bin ich nicht ganz sicher. Da weiß ich nämlich nicht, wo es hingeht. Theoretisch dürfte es hier schon die einzige Distanz sein. Was ist das? Was ist das? Okay, warte. Theoretisch müssten wir eigentlich mal vorbeikommen, weil da wäre der Gegner. Daumen drücken, dass wir da vorbeikommen. Dann müssten wir im Film Wochen sein. Mindestens eine Woche waren sie hier drin. Das weiß ich zu 100% zu sagen. Also ich glaube, ich werde hier schon mal diesen Part gleich beenden. Damit im nächsten Mal weitermachen, damit ich genug Zeit habe. Auf jeden Fall, ja, wir haben das Grab nicht gerannt. Also, auf jeden Fall danke ich mich fürs Zusehen und bis gleich.